Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn so eine Bohrung gebohrt wird, dann ist da überall ganz viel Zeug zu sehen. Ein großer Bohrturm und ein großer Bohrplatz mit allem, was dazugehört. Das ist natürlich ein großer Hingucker. Aber wenn die Bohrarbeiten beendet sind, dann wird das alles wieder abgebaut. Der Bohrplatz wird wieder renaturiert und dann zum Schluss bleibt fast überhaupt nichts mehr davon übrig. Und das Bohrloch ist auch nach allen Seiten dicht. Es ist seitlich mit dicken Rohren und Zement abgedichtet und nach oben ist ein großes Absperrventil zu sehen. Ja, und dann ist die Bohrung im Prinzip fertig. Wie bitte? Die Bohrung ist noch nicht fertig. Wieso das denn? Wir wollen doch Öl und Gas produzieren. Dazu muss die Bohrung komplettiert werden, also mit einem Förderschrank ausgerüstet werden. Und der Förderschrank enthält wichtige untertägige Ausrüstungen, zum Beispiel automatisch schließende Sicherheitsventile, mit denen die Bohrung bei Gefahr oder Unfällen sofort und sicher verschlossen werden kann. Außerdem muss die Bohrung an der Oberfläche dicht sein. Dazu dient ein Eruptionskreuz, das auf die Bohrung aufgeschraubt wird. Das Eruptionskreuz besteht aus mehreren Ventilen, mit denen man die Produktion regeln und kontrollieren kann. Die funktionieren wie ein Wasserhahn. Also, hier zum Beispiel sieht man auf dem Bild ein Eruptionskreuz mit mehreren Ventilen. Wow, aber wieso hat denn das Eruptionskreuz so viele Ventile? Ja, manche dieser Ventile funktionieren mit Hand, das heißt manuell, andere funktionieren automatisch. Und das hat damit zu tun, dass man die Produktion flexibel gestaltet. Außerdem, man kann auch aus zwei verschiedenen Formationen in einer Lagerstätte getrennt fördern. Das glaube ich jetzt aber nicht. Doch, schau mal hier, aus diesem Ventil kann ich zum Beispiel Kinderpunsch zapfen. Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Und hier? Da kommt ja Glühwein raus. Das ist Glühwein. Ich habe dir das doch gesagt. Also, Prost. Ja. Oh, Prost. Das schmeckt sehr gut. Oh, irgendwie sieht das Ding direkt so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum. Ja, siehst du, das habe ich dir gesagt. Also, Prost. Prost, das schmeckt auch gut. Ne? Und ja, das sieht genau wie ein Weihnachtsbaum. Und deswegen nennt man das auf Englisch tatsächlich Christmas Tree. Also Weihnachtsbaum. Ach, wie schön. Da wird mir richtig weihnachtlich zumute. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alle ein frohes Fest. Frohes neues Jahr 2021. Bleiben Sie gesund. Und kommt nach Freiberg in unsere Vorlesungen zur Tiefbohrtechnik. Glück auf. Und zur Fördertechnik. Glück auf.